11% ist es runtergegangen seit unserer vergangenen Erhebung. Was machen die Anleger, was machen die Investoren, wie ist die Stimmung? Die Antwort darauf bekommen Sie gleich. Hallo Joachim, was ein Kursgemetzel seit vergangenen Mittwoch. Und die professionellen Anleger zumindest scheinen unserer heutigen Erhebung zufolge noch keinen Boden zu sehen. Wie erklärst du dir das und was heißt das für deutsche Aktien? Nun, es ist in der Tat hoch hergegangen, wenn wir sagen, dass wir 11,2% seit unserer vergangenen Erhebung, um genau zu sein, verloren haben beim DAX, dann spiegelt dieser Kursverlust natürlich nicht das Hoch und Runter wieder, was wir seither erlebt haben. Aber unter dem Strich, was dann doch erstaunlich ist, die institutionellen Anleger, die wir jede Woche befragen, die sind immer noch verhältnismäßig optimistisch. Der Börse Frankfurt Sentiment Index, der ist zwar runtergegangen, wir sehen auf der Grafik hier einen Rückgang um 9 Punkte von plus 32 auf plus 23. Und das heißt, dass hier also vor allen Dingen die Optimisten eigentlich rausgegangen sein müssten. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die sind nämlich fast noch in gleicher Zahl vorhanden. Tatsächlich sind Pessimisten hinzugekommen, deswegen der Rückgang des Sentiment-Index. Und man hofft hier offensichtlich noch auf bessere Zeiten, dass natürlich hier noch ein bisschen was passieren muss. Das ist ja ganz klar. Die Bank of England, die hat es heute gezeigt, die ist mit den Zinsen gleich 50 Basispunkte runtergegangen, plus geldpolitische Maßnahmen, das war außerplanmäßig gewesen. Aber diese Dinge, die kommen natürlich erst so nach und nach in den Markt. Und man hat ein bisschen den Eindruck, die institutionellen Anleger, die warten hier darauf, auf die ganz großen Pakete, die vor allen Dingen auch von politischer Seite noch kommen müssen. Die privaten Anleger scheinen nun eher erstarrt mit kaum Bewegung. Liegt es in der Natur der Sache, dass die eher weniger short gehen oder ist es eine andere Stimmungslage? Ja, bei den Privatanlegern ist es in der Tat so, dass man sagen kann, da tut sich nicht allzu viel. Unser Börse Frankfurt Sentiment Index, der ist ja tatsächlich sogar ein bisschen hochgegangen. Also hier haben wir ein bisschen Kaufinteresse gesehen, aber im Prinzip sind es Glattstellungen gewesen von Marktteilnehmern, die zuvor eher auf fallende Kurse gesetzt haben. Also hier keine allzu großen Veränderungen. Die Privatanleger, sie sind oberflächlich betrachtet optimistisch. Da ist auch eine kleine optimistische Mehrheit vorhanden. Auch hier wartet man offensichtlich ab und will natürlich auch nicht, wenn man hier zugeguckt hat, diesen großen Kursverlust tatsächlich realisieren. Und vergangene Woche hattest du noch davor gewarnt, dass die Stimmung viel zu gut wäre und die Kursentwicklung hatte ja recht gegeben. Ist das jetzt ein bisschen anders? Könnte es tatsächlich allmählich zum Stillstand von den Kursverfallen kommen? Wahrscheinlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben hier bei den institutionellen Anlegern haben wir immer noch viel zu viel Optimismus. 50% der Befragten sind optimistisch und das, obwohl wir so stark runtergegangen sind. Es steht ganz einfach zu befürchten, wenn es jetzt hier diese groß angelegten Hilfsaktionen der Zentralbanken aus der Politik kommen sollte, dass hier diese Anleger diesen Moment einfach nur abwarten. Wenn wir hier also substanziell nach oben gehen sollten, also sagen wir mal, substanziell wäre für mich ein Niveau von 11.700 Zählern etwa, dann werden wir natürlich Abgaben sehen und das wären dann immer noch vermutlich Abgaben mit Verlusten. Das heißt also, man wäre hier bereit, mit kleineren Verlusten aus dem Markt zu gehen. Jetzt ist natürlich erstaunlich, warum hält man hier eigentlich auch so lange durch, trotz dieser Verluste. Wir haben es im Jahr 2008 übrigens auch gehabt. Da sind die Anleger trotz Verlusten, die institutionellen Anleger, sie sind bullisch geblieben. Und letztlich kann man natürlich immer sagen, wenn das dann nicht aufgeht mit der Performance, dann kann man natürlich immer sagen, die Umstände sind hier entsprechend schlimm gewesen. Und das ist das, was eigentlich letzten Endes dann auch den Markt belastet. Also unterm Strich kann ich leider keine Entwarnung geben. Es sieht ein bisschen günstiger aus, aber das bisschen, das ist in der großen Gesamtbetrachtung eigentlich viel zu wenig, um sagen zu können, der DAX ist tatsächlich unterstützt. Also es ist noch zu viel Hoffnung im Markt, ganz einfach. Also heißt es eigentlich weiter für alle Nerven bewahren. Danke dir für deine Einschätzung. In der Tat. Bis nächste Woche.